Man muss die Körperhaltung besonders berücksichtigen. Also ich würde sagen, es ist viel wichtiger, das richtig zu machen, aber weniger als ganz viel und total falsch. Das Atmen ist sehr wichtig. Also man muss lernen, dass man immer gleichmäßig atmen muss. Nicht zu schnell, nicht zu langsam, nach eigenem Tempo viele übertreiben und dann so. Oder also viel eher aus dem Bauch heraus, ne? Ja. Ja, also ich empfehle, also es gibt auch verschiedene Atemübungen. Diese Atemübung ist am einfachsten, diese empfehle ich immer. Und für wen ist Yoga am besten geeignet? Gibt es da irgendwelche Einschränkungen? Also sprich, Ältere sollten das vielleicht nicht machen aus gesundheitlichen Gründen oder ist das eigentlich für alle? Das ist eigentlich für alle. Wer hier imstande ist zu kommen zum Strand, kann mitmachen. Ihr bietet es an für Anfänger und auch für Fortgeschrittene, genau, ne? Genau, also für Anfänger immer dienstags um 8 Uhr morgen und donnerstags um 18 Uhr. Für Fortgeschrittene immer so eine halbe Stunde später. Auch an diesen Tagen dienstags und donnerstags. Ja. Danke. Danke auch.